Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von dem Minecraft Let's Play. Hoffentlich ein bisschen schöner heute. So, ein bisschen gemütlicher. Ich gehe erstmal runter. Wir könnten ja... Genau, Brücke. Die Brücke. Ach, 9 Glas haben wir hier raus. 8 hier. Dann ein paar tun wir das hier rein. Warte mal. Ich muss das doch aufteilen. Das sind keine Blöcke. Da gehören doch keine Blöcke rein. Bei das hier kann man eh so machen. So. Jetzt hole ich mir Stein, Stein, Stein. Wir bauen nämlich jetzt eine Brücke. Könnten wir vielleicht... so ein Geländer machen. Dafür brauchen wir jetzt viel Holz. Das ganze Holz müssen wir jetzt auch verarbeiten. So. Ich habe nämlich jetzt schon eine gute Idee. Wir wollen hier anfangen. Ich versuche das. Warte mal. Ich möchte schon. Wenn wir dann den Rand so bauen, dann möchte ich. Wir haben natürlich nicht so viel Stein jetzt zur Verfügung, so viel Kabel. Da müssen wir da irgendwie so auskommen. Nein, nicht so. Shit. Das wollte ich gar nicht. Egal. Machen wir dafür die Stufen. Das wollte ich. So. Dann haben wir alles für die Brücke aus Stein. Und dann können wir hier... Ich weiß nicht, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Würde ich sagen, wir fangen einfach hier an. Das wird dann die Brücke, der Gang der Brücke. Dann... Vielleicht ein Stack dahin und dann hier und dann da drauf. Ja, ich glaube, ja. Wir müssen es erstmal rüberbauen. Erstmal rüberbauen fürs Erste. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen mit der Brücke. Das wird natürlich jetzt auch so eine kleine Frage. Geht ja hier schön übers Wasser. Das Beste ist, dass hier die Steine so richtig schön fliegen können, dass die hier nicht gleich alle zusammenbrechen. Das ist das Schönste. Von allen, ne? Aber noch schöner wird die Brücke danach aussehen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Festland. So. So, ich bin ein bisschen leise, ich weiß, ich lausche auch selber so ein bisschen der Musik. Aber wir können heute mal eine richtige stille Folge machen. Nein. Ach, egal.
Oh, okay. Die Brücke sieht. Ja, ich möchte sehen, wenn die fertig ist. So, den Stack Cobblestone wollte ich jetzt nicht verwenden. Deshalb nehme ich mir jetzt einfach meine Spitzhacke hier raus. Und werde jetzt einfach mal irgendwo, keine Ahnung, hier unten einen Hohlraum irgendwo machen, wo es viel Stein gibt. Hier. Ah, ich höre schon was. Können wir uns doch mal in die Richtung graben, damit wir so ein bisschen Stein bekommen. Unser kleiner Abgang braucht natürlich auch Adern, die hier zu Diamanten führen, was sie schon eh tun. Oder auch zu anderen Sachen. Deshalb sollten wir so ein bisschen unten alles ausheben. Das Andesit und die Spitzhacke Schrott. Für 34 hat sich das auch eigentlich. Das kann knapp werden. Wenn wir aus drei ganzen sechs Half-Steps bekommen, dann sollte das eigentlich das Doppelte dann reichen. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Klack. Ja, pf, auf jeden Fall. Ja, mehr als genug. Ja. Okay, von hier aus können wir dann die. Shit. Das ist schön. Wartet. Ja, gut, ich habe jetzt da keinen Bock, die ganze Zeit jetzt rüber zu laufen. Deshalb machen wir das ganz kurz so mit der Hand. Ist auch gleich vorbei. So. Hä? Willst du mich verarschen? Hey! Das kann doch nicht sein! Danke, hab ich immer doppelt so lange gebraucht. Vielleicht sollten wir die Stufen auf der anderen Seite genauso machen. Die Sonne geht langsam unter. Ja, dann wird's wieder Nacht, wo die Monster kommen. Okay, darauf prügeln wir jetzt einfach auch so rein. Macht ja nichts. Schön. Ist noch eine Reihe. Natürlich verbaue ich mich schon wieder. Das ist sowas von klar. Ich verbaue mich immer. So, ich würde sagen, ich spreche mal so ein kleines Thema an, worüber wir vielleicht reden können. Was fällt mir denn da so ein? Ja, Griechenland, ne? Griechenland, tolles Thema. Tritt ja bald wohl aus der EU raus. Hoch haben wir jetzt keine, okay. Also, Griechenland ist bald weg. Wir haben ja denen viel, viel, viel Geld geliehen und die haben uns wenig oder so gut wie gar nichts zurückbezahlt. Und das wird für den Euro natürlich auch schon so einiges bedeuten, ne, wenn Griechenland da jetzt abgeht. Ist ja auch nicht schön, aber so ganz habe ich mich mit dem Thema auch nicht befasst, muss ich zugeben. So, gehen wir mal da hinten hin und setzen den da ran. Da haben wir auch Kies. Auf der anderen Seite ist einfach alles schöner. Ach, guck mal, da haben wir ein Schwein. Das können wir gleich mal hier mit der Spitzhacke abschlachten. Ein Schaf, meine ich. So, kommen wir nicht hoch.
Was ist denn das für ein Bug? Dass ich jetzt irgendwie immer zweimal raufschlagen muss. Was ist das? Hä? Kann mir das bitte jemand mal sagen? Du auch. Zwei, super. Ich glaube, die Brücke wird schön aussehen. Okay. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Unsere Rüstung ist noch voll und ganz heil. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach die ganze Zeit bauen. Und uns mit keinem Mob auseinandersetzen hier und diskutieren über Rechtsanwälte, hä? Gerichtsvollzieher, Creeper. Creeper haben ja so ein schönes, ich weiß nicht, ich glaube, ja, egal, ich glaube, ich hab's gerade. So, was ich jetzt machen möchte, ich müsste noch mal kurz was runden aus der Höhle holen, aus dem Bergwerk von Herr Bergmann. Nee, Spaß. Hier. Komm, wir schlagen hier nochmal eine Ader rein. Vielleicht finden wir was Schönes. Ich glaube auch nicht. Oh Mann, ich glaube nicht, dass wir hier was Schönes finden. Dafür bekommen wir jetzt Stein für unsere Brücke. Wie heißt denn die Brücke? Wir müssen uns mal irgendwie einen Namen für die Brücke ausdenken. Das wäre doch mal was. Fällt euch da irgendwas ein? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mahatma Gandhi Brücke. Mahatma Gandhi Brücke. Mahatma Gandhi Brücke. Wie schreibt man Mahatma Gandhi? Oder Martin Luther King Brücke, ne? Das sind diese, diesen Namen sollten euch hoffentlich was sagen. Nelson Mandela Brücke. Oder irgend so ein schöner Name. Irgendwie so ein schönen Namen. Ich weiß, ich habe Diamant übersehen. Das ist mir klar. Aber ist mir aber auch ziemlich wurscht. Wir haben Diamant-Sachen, deshalb brauchen wir jetzt nicht noch mehr. So, wo geht's hier lang? Hier zurück. Wow, ich habe ein gutes Gedächtnis, wenn es um... Okay, jetzt habe ich den Weg gefunden. So. Gehen wir mal hoch hier. Achso, und... Hat niemand gesehen. Leise. So. Oh, schön, dass die Tür offen steht. Ist ja ein... Ach, der Gerichtsvollzieher begutachtet die Brücke, aber das ist ja... Die Brücke könnte er mir nicht wegnehmen, weil, oder? Könnte ein Gerichtsvollzieher eigentlich eine Brücke wegnehmen, wenn er dann zu hohe Schulden hat? Der Gerichtsvollzieher ist ja dafür da und ich bin mir nicht sicher. So viel brauchen wir nun auch wieder nicht. 18 Brückenstufen und dann schlagen wir den Typen da einfach mal runter hier, den Gerichtsvollzieher. Gerichtsvollzieher, Creeper, Green Creeper HD. Hey! Hey! Jetzt renn nicht weg! Nein! Nein! Oh Gott! Was hat er denn hier nur gemacht? Das hat jetzt einen großen Verlust gemacht. Warum macht er denn so wenig? Ich glaube, das ist wegen der Schwierigkeitsstufe, die ist auf einfach. So. Ja, der Creeper. Mal reicht das immer noch nicht. Das kann nicht sein. Wisst ihr was? Jetzt crafte ich hier mehr eine eigene Workbench auf dieser Seite. Hier müssen wir dann jetzt auch bald mal rüberbauen. Wir können uns natürlich auch noch eine schöne Alpenhütte im Berg bauen oder noch was anderes oder andere Sachen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal jetzt hier. Ach, wir haben hier eine Rüstung an, deshalb schade, deshalb hat er uns nicht totgesprengt. So, jetzt haben wir hier eine Werkbank.
Warte mal, ich mache mal zwei Stück. Ich gucke jetzt haargenau, ob das reicht. 12 werden hier natürlich nicht reichen, aber... Oder? Jetzt brauchen wir eigentlich noch einen. Oh Gott, ist das nervig. So, bitte. Dann machen wir diese Scheiße hier auch weg. So, begradigen wir das hier auch noch. Wird gleich aussehen, als wenn das schon so immer war. So, jetzt können wir mal gucken. Klack, klack, klack. Klack, klack. Und hier drauf sollen dann die Holzteile, dieses Holzgeländer drauf sein. Ich würde es ganz schön finden. Wo? Im Wasser? Ich habe doch gerade einen Zombie gehört. Egal. Ich höre schon wieder einen Zombie.